Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wofür man die Matrixrechnung benutzt und was ein lineares Gleichungssystem berechnet. 2. Das Ganze ist ein Zusatzvideo zu dem ersten Video, was auch schon auf YouTube ist. Und ich möchte hier nochmal erklären, warum wir runde Vektorpfade haben. Und einfach nur ein anderes Anschauungsbeispiel. So, wer sich erinnert an eben, falls er es eben geguckt hat, ich habe das mit Wegen erklärt. Man hat einen Weg, man hat mehrere Wege, man hat keinen Weg, um zu seinem Ziel B zu kommen. So, wir wollen uns jetzt aber überlegen, was heißt das eigentlich, wenn wir hier diesen Weg haben? Warum können wir denn einen runden Weg gehen? Wenn wir sagen, x, der gesuchte Vektor x, ist x und y oder vielleicht noch z, dann sind das doch Koordinaten, dann sieht das doch aus wie so ein Vektor. Und ein Vektor ist doch nur höchstens mal ein gerader Pfeil. Mehr nicht, höchstens mal ein gerader Pfeil. Aber niemals das hier. Warum kann das also rund sein? Und auch in diesem Zusammenhang, warum können wir unendlich viele Wege haben? Ja, um das zu erklären, habe ich mir gedacht, ich schmeiß direkt die normale Kamera an, anstatt das jetzt irgendwie mit Bildchen zu erklären. Stellt euch vor, ihr habt einen Roboterarm. Das ist ein praktisches Beispiel. Ihr habt ja einen Roboterarm, der hat drei Gelenke. Wir haben die Schulter, wir haben hier die, was nennt man das, links, und wir haben das Handgelenk. Das heißt, wir können so machen, wir können so machen, wir können so machen. Wenn ich jetzt von hier auf dem einen Bildschirmrand zum anderen Bildschirmrand will, dann kann ich ja so den geraden Weg gehen. Ich kann auch so machen. Ich kann auch so machen. Ich habe also ganz viele verschiedene Wege, um an mein Ziel zu kommen. Und natürlich, ich kann den geraden Weg nehmen und das wäre jetzt ein gerader Vektor, aber wenn wir jetzt sagen, unser gesuchter Wert, dieses x, ist kein gerader Vektor, den er uns gibt, sondern das ist die Rotation unserer Gelenke, dann sagen wir, okay, guck mal, hier können wir, wenn wir jetzt nur diesen Weg, diesen Arm, diese Hand verfolgen, dann geht die Hand ja einen runden Weg oder auch hier geht sie einen runden Weg. Und das ist genau der runde Weg, den ich eingezeichnet habe. Und hier auch nochmal als Beispiel, wenn wir jetzt von hier nach hier wollen, dann können wir genau hier auch sagen, guck mal, wir haben ja diesen Weg, wir haben diesen Weg, wir haben diesen Weg. Wir haben also unendlich viele Möglichkeiten, unsere Gelenke einzustellen, um unsere Hand von A nach B zu bewegen. Wenn wir aber jetzt, ich will da hinten an die Wand greifen, das muss man vielleicht ein bisschen zurückgehen, ich will da hinten an die Wand greifen, da komme ich aber gar nicht hin. Egal wie sehr ich meine Gelenke verstelle, mein Arm ist einfach zu kurz, um da hinten hinzukommen. Dann ist das keine Lösung. Dann haben wir keine Lösung, um an unser Ziel zu kommen. Und das ist der konkrete Anwendungsfall. So, ich hoffe, mit diesem Video ist es ein bisschen klarer geworden, warum wir eigentlich auch runde Wege haben. Und ich möchte nochmal dazu sagen, das ist ein konkreter Anwendungsfall. Also das sind die Probleme, mit denen sich Leute beschäftigen, die Roboterarme bauen. Zum Beispiel für Patienten, die ihre Arme nicht bewegen können. Das soll es mit dem Zusatzvideo gewesen sein. Im nächsten geht es ein bisschen mehr um die Pseudomatrix.